Hinter Stacheldraht und Grenzbarrieren liegt unerreichbar das Ferienland vergangener Tage. Eine Reise nach Rügen oder Usedom, nach Swinemünde oder Bansin ist ein unerfüllbarer Wunsch geworden. Bansin, einst beliebtes Familienbad auf der Insel Usedom, wird vom SED-Regime als sogenanntes Bad der Werktätigen proklamiert. Wie an der gesamten Ostseeküste, so hat auch hier der sogenannte Freie Deutsche Gewerkschaftsbund das Zepter übernommen. Die Hotels sind enteignet und in gewerkschaftseigene Heime umgewandelt worden. Die uns so vertrauten Namen Meeresruh, Strandhaus und Bansiner Hof sind verschwunden. Parteiparolen haben ihren Platz eingenommen. Rund 90% aller Ostseebesucher verbringen einen organisierten Urlaub. Der Feriendienst des Ostzonalen Gewerkschaftsbundes plant die Reise, bestimmt den Ort, das Hotel, die Zeit. Man isst gemeinsam, geht geschlossen zum Badestrand und besucht in Gruppen die Volkskunstveranstaltungen im Kulturpalast, einer sogenannten sozialistischen Errungenschaft, die in allen Ostseebädern eingerichtet wurde. Beim Anblick des weißen Strandes, der Sandburgen und Strandkörbe scheint sich das Rad der Zeit zurückzudrehen. Wir erinnern uns der Tage, als noch die Züge vom Stettiner Bahnhof zur Ostsee rollten. Am Wochenende wurden in Hamburg und Berlin Sonderfahrten veranstaltet. Sie brachten die Strohwitwer zu ihren Familien am Ostseestrand. Freie, ungelenkte Ferien waren eine Selbstverständlichkeit. In der Zone ist sogar der Urlaub dem Kollektivwillen der SED unterworfen. Eine Fahrt ins Blaue von Ort zu Ort, von Hotel zu Hotel ist unmöglich geworden. Ständig wird das Organisationssystem des Feriendienstes erweitert. Bis 1965 sollen überall am Ostseestrand sogenannte Bettenhäuser und Großverpflegungsanstalten eingerichtet werden. Aber die landschaftliche Schönheit der Ostseeküste blieb unverändert. Das Rauschen des Meeres, weißer Sand und strahlender Sonnenschein vermitteln auch heute noch Ferienzauber und frohe Urlaubsstimmung. Am Rande von Bad Bansin wohnen die Fischer. Als freie, ungebundene Menschen fuhren sie einst hinaus auf das Meer. Die Zonenregierung hat ihnen, gleich den Bauern und Kaufleuten, die Selbstständigkeit genommen. Sie mussten sogenannten Fischkombinaten beitreten und sich dazu verpflichten, ihren Fang den Fischverwertungsgenossenschaften abzuliefern. Die Sollerfüllung bestimmt nun ihr Leben. Unvergessen lebt der Ostseestrand in unserer Erinnerung fort. Wann werden die Grenzbarrieren fallen und westdeutsche Bürger wieder ungehindert die Bäder auf Usedom und Rügen, in Mecklenburg und Pommern besuchen können?